Hallöchen, da sind wir bei Shakes and Fidget. Heute aber nur ganz kurz und knackig, da heute Legion rausgekommen ist und ich noch gerne ein bisschen WoW zocken will, bin erst 104 und da müssen noch ein paar Level kommen. Von daher gehen wir hier mal schnell die wichtigsten Dinge durch. Arena-Kämpfe haben wir heute schon geschafft. Alu sind wir noch nicht ganz so weit. Da haben wir hier, Moment, gerade mal, also Bier haben wir schon voll getrunken, aber ich habe hier ein paar mehr getrunken, dass die Quests nicht immer so lange dauern. Und hier haben wir eine richtig geile XP-Quest. Die nehmen wir auch gleich mal. Und hier hatten, wo hatten wir die Brombeere? Da hatten wir sie. Können wir gleich mal verfüttern. Erdbeeren haben wir hier auch wieder jede Menge bekommen. Licht sieht immer noch ein bisschen knapp aus. Kam noch nicht mehr rum. Wir haben hier noch ein paar schöne Versuche gemacht. Ich habe jetzt nicht alle gespeichert, nur den einen. Den fand ich hier besonders spannend. Da wurden wir jetzt nicht immer gekrittet, aber ein paar Mal und dann war noch mal gekrittet und noch mal und fällt euch was auf? Ja, wir haben nicht einmal getroffen. Fand ich interessant, wollte ich einfach mal nur gezeigt haben. So, ansonsten bei den Pets wie folgt: Wasser konnten wir zweimal füttern, Licht wie gesagt einmal, Erde konnten wir voll füttern und oh, mir fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht alle Kämpfe gemacht. 11 Erdpets. Ich habe 14, das heißt 11, der hängt noch bei Rofux rum. Also würden wir den mit Erde hundertprozentig schaffen, mit Licht sowieso und Wasser auch. Aber was ist jetzt das Schwächste, was wir hier haben? Ich bin am Überlegen, ist es Licht oder Erde? Aber Licht hat mehr Pets. Aber der hier macht auch noch nicht so viel Schaden. Ich glaube, da gehen wir mit Erde rein. Und guck mal, was jetzt als nächstes kommt. Das Ding gewinnt war natürlich. Oh, der hatte doch schon Kloppdiwupp. Dann hat ihm noch ein anderes Pet gefehlt. Was hat denn da gefehlt jetzt? Das müssen wir mal kurz nachschauen. So. Hier kommen Kampfanzeigen. So. Mammut hat er. Rangtang Dings. Lillipon. Nagezahn. Den Bären. Das komische Viech. Nahorn, Stoner, Rufux und Kloppdiwupp. Gucken wir mal kurz nach. Uff hat gefehlt, möchte ich meinen. Muss ich mal kurz überprüfen, wo kommt denn Uff her? Wo wohnt der denn? Erde Nummer 9. Ach, Frühlingspet. Okay, dann hat er wohl vielleicht ein bisschen zu spät es nicht mehr im Mai geschafft, den zu finden. Und dass euch sowas nicht mit den Sommerpets passiert, letzte Chance. Ende des Monats, also am 31.8., ist die letzte Chance, die ganzen Sommerpets zu finden. Und dann gibt es die auch erstmal für ein gutes Dreivierteljahr nicht mehr. Von daher nehmt euch jetzt nochmal die Zeit und findet da was. Und ja, hier Steine haben wir auch recht gute gefunden. Hier 580 könnte man hier eigentlich auch einsetzen, fast. Ach, bei 6 Punkte. Ach, ich warte doch noch auf große Edelsteine. Ich verkaufe hier lieber mal jetzt ein Steinchen, weil 4 Stück reichen, glaube ich, aus, wenn wir uns die aufheben. Da hebe ich lieber ein paar Items auf und hoffe, dass die morgen ein bisschen mehr wert sind. Ja, Flimmerkisten laufen wieder ganz gut heute. Klicken wir mal hier ganz schnell durch. Gucken wir, was kommt. Einmal hatte ich schon Stein gesehen. Ein bisschen XP, ein bisschen Gold und noch ein paar Pilzchen. Und da müssten wir doch schon fast durch sein. So, was ist das Ding wert? Oh, 2,5 Millionen. Kommt auf jeden Fall in unser, wir heben es auf. Dahin. So, genau. Und dann können wir hier nur einmal skillen. War nicht ganz so viel Gold, aber wir gucken gleich mal rein, wie es hier jetzt im Gildenportal aussieht. Hat er ja gesagt, gestern die 50% knacken war. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es heute auch, heute den sogar schon darunter zu hauen. Wir machen ja heute das Video ein bisschen eher. Aber es könnte sehr knapp sein. Wir haben den Strich gerade mal hier oben angekratzt. Es könnten auch nur 51 sein. Ja, sind noch 51, haben aber trotzdem 19 Mille abgezogen. Gar nicht mal so verkehrt. So, dann können wir auch gleich mal hier ins Single-Portal gucken. Da ist ja viel wichtiger, dass wir da ein bisschen ausweichen und ordentlich was austeilen. Da haben wir schon 4 Millionen Crit und dann auch nochmal 3,5 Millionen normal und 5 Millionen normal und da haben wir 11 Millionen. Genau solche Dinger brauchen wir. Und jetzt müssen wir mal anfangen auszuweichen, weil wenn er uns jetzt einmal heftig crittet, sind wir weg. Von daher weichen wir jetzt lieber aus, genau, und hau 15 Millionen Crits raus und nochmal ausweichen. Sehr schön, 11 Millionen nicht kritisch. Mann, Mann, Mann.
Aber da haben wir jetzt ganz knapp waren wir da jetzt weg. Schade, schade. So, von 76 waren es, glaube ich, vorher auf 67. Das ist doch schön, da haben wir ein bisschen was geschafft. Und ja, Festung. Da sammeln wir XP, suchen Steine, sonst passiert hier nichts. Und von daher, glaube ich, sollte ich jetzt die wichtigsten Dinge durchhaben. Wir haben die Petkämpfe uns angeguckt. Wir haben. Ja. Dann gehe ich mal weiter Azeroth retten. Bis morgen. Ciao.